Jo, schönen guten Tag, der Ära ist wieder da. Wir spielen Kingdom Come Deliverance. Und heute ist ein neues DLC erschienen. Die amorösen Abenteuer von Herrn Hans Capon, dem Kühnen. Wird einem nie langweilig. Bevor er seinen ritterlichen Pflichten nachgeht, will er, dass ich ihm bei einer äußerst delikaten Angelegenheit höchster Dringlichkeit helfe. Aufgrund der Tatsache, dass Herr Hans seine Prioritäten anders setzt als für Lehensherren in der Region üblich, liegt die Vermutung nahe, dass es eine holde Maid etwas mit der Sache zu tun hat. Nach unserem dramatischen Abenteuer im Badehaus regte sich in mir Neugierde, aber auch in nicht geringem Maße Besorgnis. Ja, schließlich kann man nie wissen, welche Eskapaden dieses Mal drohen. Und ein Turnier, das ist da, glaube ich, umsonst mit dabei. Dunkle Wolken der Zwietracht ziehen über dem Land auf, begleitet vom donnernden Getöse der Kriegstrommeln. Mit angehaltenem Atem wartet das ganze Königreich darauf, wo die nächsten Blitze einschlagen werden. Das ganze Königreich? Nein. Herr Hanusch beschließt, die Moral seiner Untertanen mit einem regelmäßig veranstalteten Turnier zu stärken, das die allgegenwärtige Finsternis ein wenig erhellen und die Männer in Form halten soll. Das Turnier findet alle paar Tage in der oberen Burg von Ratei statt. Sämtliche Nahkampfwaffen sind erlaubt und die Teilnahme steht allen Schichten der Gesellschaft offen. Somit dürfen sich selbst Sonderlinge von niederer Geburt wie du, die keinerlei Ausbildung genossen haben, auf dem Kampfplatz mit den anderen Recken messen. Aha, alles klar. Sprich mit Herrn Hans Carpon. Okay, zumachen. Sehr schön. Das ändert aber nichts daran, dass wir jetzt in unserem wunderschönen Ort Pribislawitz sind. Also wir haben jetzt hier Hans Carpon neue Quests. Das finde ich ziemlich cool. Ist das jetzt hier die Brauerei oder wie sieht das aus? Hä? Okay, ja, ich dachte schon, ich kann hier nicht reingehen. Das sieht schon so ein bisschen wie die Brauerei aus. Man hat mir gesagt, hier wäre eine Kiste, wo ich jetzt immer mein Bier kriegen könnte. Ha! Pribislawitzer Eberbräu. Sehr gut. Was kann das? Macht mich das schöner? Frische 100%, Gewicht, Preis 30. Wie das Leben der Menschen in der Gegend. Sehr gut. Ja, wir haben ja jetzt hier so ein bisschen unseren coolen Ort ein bisschen weiter aufgepimpt, sodass der jetzt auch in der Gewinnzone sein sollte. Das heißt, normalerweise, wenn mich meine kleinen BWL-Fähigkeiten nicht im Stich lassen, sollten wir jetzt in der Lage sein, hier einfach spontan. Achso, ich wollte mal gucken. Ja, Hunger ist okay, Energie ist auch okay. Sollten wir jetzt in der Lage sein, dass wir jetzt mal wiederkommen, Geld haben. Guck mal, wir machen 735 plus. Das ist ziemlich cool, finde ich. Moment. Gott sei mit mir, Heinrich. Ja, das auch. Ja, irgendwie ist hier meine Halterung von meinem Mikrofon ein wenig defekt. Na gut. Ja, also das Geschäft macht richtig miese, aber das bringt die Bäckerei. Die Schenke macht richtig Gewinn. Das ist richtig gut. Das, was die jetzt haben, ist echt viel wert. Deswegen, ich bin echt am Überlegen, ob wir spontan. Kirchenreparaturen, das wird nochmal richtig, richtig teuer. Alter Schwede. Die Schmiede ist aber auf jeden Fall das nächste Ziel. Und ich werde nicht die Stallungen nehmen, sondern das Wachhaus. Da haben wir einen Schießstand und einen Sattler. Ja, ein Pferd kaufe ich halt einfach einmal und es ist gut. Das Wachhaus bringt auch Geld. Und die Schmiede, was bringt denn so eine Schmiede? Oh, 500, die bringt auch nochmal richtig Asche. Ja, das Geld brauchen wir definitiv. So, jetzt wollte ich mal schnell schauen. Schenke, wir könnten noch die Würfelspiele bauen. Ich guck Ich habe mich entschieden. Ja, hier ist noch genug Geld drin in der Kasse. Warum machst du das jetzt nicht? Ah, jetzt steht er auf. Jetzt steht er auf. Und dann bauen wir nämlich gleich noch die Würfelspiele ein. Wohl gewählt. Begleite mich. Genau. Und dann können wir uns erstmal wieder den Quests widmen. Ich bin jetzt am Überlegen. Ich glaube, wir machen dann erstmal in der Hauptquest weiter. Komm mal her. Komm, bleib mir. Oh, du Depp. So. Ach so, ich wollte eigentlich mal was nachgucken. Wir sind ja jetzt hier. Genau, wir sind bei der Stärke aufgestellt. Huckepack. Wir müssen mal gucken. Mit viel Schwung deine Angriffe verursachen mehr Schaden. Ich glaube, wir nehmen das. Mehr Schaden ist immer gut. So, habe ich noch was zum Aufrüsten, wo ich sage, boah, da müsste ich noch mal ran. Nee, hier nicht. Ja, wie sieht's denn aus? Axtbogen, Streitkolben haben wir jetzt eine 2.
Drei Wunder Unterarm. Ja, also ich will echt noch mal ein bisschen mit diesen Streitkolben hier rumhantieren. Dafür müssen wir die aber natürlich auch dementsprechend benutzen. Das nützt ja nichts. Aber das wird schon funktionieren. So, jetzt bauen wir hier erstmal noch den Würfelplatz. Und dann haben wir eine voll ausgebaute Schenke, eine voll ausgebaute Bäckerei. Und machen vor allem halt jetzt Gewinn. Hier werden wir. Ja. Geht los. Ich bin bereit. Ich über. Wir haben was. Genau. Und dann, wenn wir wieder mal 10.000 haben, würde ich das Problem der Schmiede angehen. Das wäre dann so mein nächstes. Aber ja, bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Das kann man jetzt einfach so laufen lassen, weil jetzt müssen wir nicht jede Woche hier neue Knete herschleppen. Ach Mist, wir haben wieder was an der Schenke ausgebaut. Da ist es schon wieder Nacht. Na super. Na, das läuft ja. Toll. Aber ich brauche jetzt nicht immer, muss jetzt nicht immer wieder Knete herbringen. Das ist ja schon ganz cool. Super. Immer wenn man an der Schenke was baut, ist es dann automatisch Nacht. Das ist übrigens bescheuert. Ich kann den Würfeltisch auch tagsüber bauen. Na gut, dann würde ich mich spontan nochmal zur Ruhe legen. Schauen wir mal, ob da was geht. Ja. Okay, wir können bis zum nächsten Morgen schlafen. Das ist in Ordnung. Ich hatte schon Angst, dass das auch nicht mehr geht. Gut, dann pennen wir uns jetzt mal gepflegt aus. Und dann sollten wir nochmal gucken. Aber normalerweise sollte jetzt die wunderschöne kleine Dorfanlage hier selber tragend sein und wir können uns wieder anderen Dingen widmen. Ich guck mal, was steht denn jetzt eigentlich so auf der Agenda? Wir haben auf jeden Fall die Main-Quest noch. Die Würfel sind gefallen. Wir müssen zum Treffpunkt. Wir haben Vergeltung, das ist immer offen. Okay. Und wir haben hier die ganzen kleineren Dinge. Stiel für Müller, sie über Bratschow. Ach ja, da war wieder das. Wir könnten natürlich jetzt mal noch ein Kumanenlager ausräumen. Das hier kriege ich übrigens leider nicht hin mit dem Schwert von Saba. Einfach weil dafür haben wir schon eine Quest verpasst. Ja, wenn wir noch ein paar Rhenhirn kriegen, wäre schön. Fischer in Uschitze, mehr Kämpfe habe ich schon gemacht. Schießen, ja, das ist in Ratei möchte ich nichts klauen. In Ratei kann man auch kämpfen. Wojcik hätte auch noch Einbruchsmissionen für mich. Okay, also es ist erstmal nichts Spannendes. Das heißt, ich würde jetzt tatsächlich mal schauen, dass wir noch ein paar Kumanen auslöschen. Wir haben noch eine Schatzkarte offen. Die müssten wir uns dann auch noch mal irgendwann vornehmen. Das wäre tatsächlich noch mal ein Thema. Achso, können wir da schnell hinreisen? Moment. Ah, das ist eine Abgabegeschichte. Das ist natürlich cool. Dann geben wir das schon mal schnell ab. Gibt wieder ein bisschen Geld. Das ist in Ordnung. Ja, und sollten wir jetzt auf Bauern oder so treffen, werden wir jetzt immer schön mit dem Streitkolben draufhauen. In der Hoffnung, dass wir da vielleicht ein bisschen besser werden. Weil das will ich noch nicht ganz aufgeben. So. Und dann gucken wir mal. Ja, also ansonsten läuft das doch hier soweit ganz gut. Ich bin erstmal froh, aus dem Klosterhaus zu sein. Das muss ich echt sagen. Das war eine geile Idee. Da musste echt drauf kommen, so als Entwickler und so. Aber es war schon nicht so meins. Wenn du den ganzen Tag nur arbeiten musst und immer drauf aufpassen musst, was du so machst den ganzen Tag, finde ich das schon ziemlich anstrengend. Aber insofern ist es ja jetzt okay. Um Gottes Willen. Ja, ich gucke hier gerade drüben. Ich habe schon 77 Stunden in diesem Spiel, ey. Alter. Das ist doch nicht euer Ernst. Das ist schon echt krank. So. Ja, wo ist er denn, der Robert? Hier drüben. Ja, der Heinrich kommt euch besuchen. So ist er. Ach Quatsch, hör auf rumzuheulen. Ich wasche mich mal. Dann gehen wir mal zu Herrn Robert. Schauen wir mal. Oh, diese Ladebildschirme. Ich habe mich nur gewaschen, Leute. Also das sollten sie echt in den Griff kriegen. Ich habe doch gar nichts jetzt gemacht. Ich habe mich nur gewaschen. So, da ist er. Schauen wir mal. Grüß Gott.
Was kann ich für dich tun? Du könntest mir viel Geld geben. Das Lager ist Geschichte. Hast du den Beweis? Ja, hier. Gute Arbeit, sehr gut. Ein paar Köhler aus dem Lager im Süden waren hier. Wie es scheint, haben sich ein paar Kumanen dort entlang des Weges breit gemacht. Leute angegriffen. Kümmere dich darum. Gut, na, das läuft, ich sehe mich dort um. Na, super schön. Ich habe Trophäen. Zeig her. Das hat dieses Pack verdient. So, Streitkolben. Hier können wir Streitkolben üben. Das ist cool. Selbstverständlich. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Nur gegen Silber. Ist das nicht etwas viel? Dich kriege ich noch runtergehandelt, mein Freund. Hör mal auf. Hier, zack. Tut mir leid, für den Preis übe ich nicht mit dir. Oh. Ich möchte mit dem Streitkolben... Selbstverständlich. Das war ein bisschen viel. Ich möchte die... Gut. Das war ein bisschen viel. Machen wir mal so. Was sagst du da? Komm schon, ein bisschen... Ich bin pleite. Okay, verbessert Streitkolben. Ich wäre... Selbstverständlich. Meister, nee. Ich möchte mit... Selbstverständlich. Ich möchte... Willst du nicht zuerst die... Okay. Bin ich zu schlecht. Dafür bin ich noch zu schlecht. Na gut, damit kann ich umgehen. So. Falsch. So, also, wo? Hier unten ist ein Lager. Okay, Aber wir werden jetzt als allererstes mal uns dieser Schatzkarte widmen. Schatzkarte Nummer 3. Sasau Kloster. Monastery steht hier. Und dann ist da ein Fluss. So, dann müssen wir über die Brücke und dann zum Haus im Wald. Warte mal, wir müssen mal gucken. Sasau Kloster. Also das ist irgendwo... Wo ist dieser Fluss? Das kann... Ist das tatsächlich das hier? Das ist, wirkt so ein bisschen, oder? Nach Süden geht es nach Sasau. Ja, das käme so ungefähr hin. Dass man sagt, man ist hier rüber. Ich würde das jetzt einfach mal probieren. Weil probieren geht ja bekanntermaßen über studieren. Und es ist viel zu zeitig, um Kumanen zu jagen. Die Kumanen jage ich bei Gelegenheit. Zurzeit habe ich keine Gelegenheit für sowas. Ein Turnier in Rathai. Weiß gerade nicht so richtig. So. Schauen wir uns das mal an mit dieser Schatzkarte. Oh. Eieiei, jetzt hat es aber die Texturen ganz schön vermehrt. Achso, ich wollte mal hier so einen Marker hinsetzen. Es hat irgendwie gerade so ein bisschen Ladeprobleme, die gute Geschichte. So. Das müsste ungefähr dort sein, richtig? Wenn das so hinhaut. Ja, über den Fluss, ein Stück runter und dann auf dem Hügel steht ein Haus. Na gut, das gucken wir uns mal an. Das schauen wir mal. So, was? Habt ihr das gesehen? Ich bin mal nicht angeritten. Boah, ich bin voll der Typ. Gott schütze dich, Heinrich. Wer bist du denn? Kenn ich dich? Muss ich dich kennen? Ne, der redet nicht mit mir. Der redet nicht mit mir. Ja. Tja, so ist es. Nun schauen wir mal. Mal schauen, ob das überhaupt so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Ja. Okay, hier ist ein Feldweg.
Oh, was ist das denn? Was ist hier passiert? Jede Menge Blut. Gucken wir mal auf die Karte. Okay, da ist noch ein Grab. Warum ist denn dort ein Grab? Ich bin gerade echt davor, dieses Grab zu plündern, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich schon mal hier bin. Jetzt stehe ich direkt davor. Ah. Okay, gibt's nichts zu holen. Da gibt's nichts zu holen. So, dann gehen wir mal hier über den Fluss. Sagt er hier so, Moment, man soll dann hier so einen Bogen laufen, also man geht über drüber, gleich links runter, also hier so lang. Okay, schauen wir mal. Das Problem bei diesen Karten ist, dass die halt überhaupt keinen Maßstab haben. Da ist irgendwie kein richtiger Maßstab dran vorhanden. So, schauen wir mal. Oh, was ist denn das da unten? Das sind Rehe. Moment. Der Mönch zieht durch den Wald. Ich brauche immer noch. Rehnieren brauche ich ja. Nicht daneben schießen. Heinrich, ziel richtig. Okay, da haben wir zwei. Also Hirschleber. Hirsch! Oh nein. Na, schieß mal noch drüber, ey. Nicht abhauen, nicht abhauen. Mist. Ich bin überladen. Hirschleber. Hirschfleisch. Das könnten wir dann erstmal braten. Pferd ist. Oh, da ist nicht mehr viel zu holen. Da ist nicht mehr viel zu holen. So, okay. Schade, ich dachte, das sind Hirsche. Das ist ärgerlich. Weil ich soll ja Hirschnieren besorgen, war die Aussage. Hier ist halt ein Hirschgebiet. Und irgendwie auf den Berg hoch hieß es.
Na gut, aber haben wir mal wieder was gejagt. Das ist ja auch ganz nett. Ich gehe jetzt auf jeden Fall erst... Oh, das ist ein interessanter Ort. Ja. Schatzsucherei. Ich bin ganz schön weit drüben, oder? Schauen wir uns das mal hier an. Das Herrschaftsgebiet nicht ohne Herrn Ratzigs Erlaubnis verlassen. Okay, ich bin hier. Was ist denn das hier? Ein Grab? Ist das der Schatz hier? Ja? Zeig mal her, ja. Hier ist eigentlich kein Haus. Dietriche, Schützentrunk und Groschen, naja, das ist alles, das ist kein Schatz. Also das ist ja vieles, aber kein Schatz. Ah, hüpf raus jetzt! Mann, Typ. Oh jemini, ich bin ja echt, bin ja ganz schön vom Weg abgekommen, was? Karten fehlt echt ein Maßstab. Das ist nicht schön. Rennt man nämlich dann hier so rum? Das ist schon irgendwo hier. Also alles andere würde keinen Sinn ergeben. Es ist ja sonst kein Plus da. Diese Vögel, ist das nicht schön hier? Jetzt bin ich hier schon wieder übel runter, ja. Ich bin jetzt schon zu weit weg. Ah, hier, guck mal, ein Haus. Jawohl, ha. Wir kommen hinter alles, wir finden alles raus. Ah. Schloss ist zu kompliziert. Och nein. Okay. Ah.
Notiz an mich, ich muss unbedingt besser werden im Schlösser knacken. Mann! Warum habe ich eigentlich so viele? Die brauche ich ja eigentlich gar nicht. Da können wir ein paar einladen. So. Die Frage ist, warum bin ich im Siff? Ich habe doch schon so viele Schlösser jetzt aufgemacht. Was soll ich denn jetzt noch machen? Fertigkeiten, Schlösser knacken. Wo bin ich denn? Ich bin bei der 13. Schlosser bräuchte ich als nächstes? Nee. Das ist jetzt höchst ärgerlich. Interessanter Ort. Okay. Also, wir haben unsere Schatzkiste gefunden. Problem ist, ich komme da definitiv nicht hin. Also ich komme noch nicht ran. Ich muss besser werden. Also das können wir uns ja mal merken. Wir können uns ja mal hier so ein... So, eine Markierung basteln. Eben jetzt... reiten wir... Was ist das denn? Aktivitätengeber. Wir reiten jetzt mal nach Sasau. Was ich nämlich machen möchte ist, ich würde ganz gerne das Fleisch braten. So. Das klingt blöd, aber hier oben im Kloster ist ja mein Lieblingsfressplatz. Da könnten wir spontan auch was futtern und dann machen wir erstmal das Fleisch. Und dann könnten wir das ja outline auch irgendjemandem überhelfen. Das kauft uns bestimmt jemand nett ab. Davon gehe ich aus. Dann verhökern wir das Fleisch. Tralalala. Und dann müssten wir mal diese Quest machen. Ich glaube, das machen wir dann noch. Diese Quest für den Schmied. Wo wir den Otto seine Rüstung verbeulen sollen. Das würde ich ganz gerne mal machen. Ich glaube, das machen wir, weil ich will ja dann noch, brauche noch ein paar Schmiede für mein Dorf. Ich weiß halt nicht, wenn wir Otto fertig machen, hat er hier keine Zukunft und kommt dann vielleicht zu uns oder so. So. Achso, jetzt also vom Pferd. Da haben wir Hirschfleisch. Gegenstand kochen. Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe ein bisschen viel. Gekochte Hirschleber. Muss ich das jetzt alles einzeln machen? Nee, okay. So. Wir essen mal was. Sind wieder ein bisschen überfressen, aber das ist okay. So, jetzt habe ich hier... Die ist relativ wertvoll. Guck dir das mal an. Das könnten wir doch jetzt spontan... Na jetzt scheitert es wieder daran, dass ich keinen habe, der mir das abkauft. Ich gehe davon aus, dass das wieder keiner haben will, das Fleisch. Beziehungsweise die, die das haben wollen, haben wieder kein Geld. Wir können ja mal beim Fleischer trotzdem reinschauen. So, ne, warte mal, wenn wir schon mal hier sind. Ich bin doof. Ja. Wenn wir schon mal hier sind, können wir uns auch wieder wie der letzte Idiot benehmen, dachte ich. So. Okay, jetzt schreiten wir erstmal hier entspannt runter. Ja. Warte mal, können wir das dem hier überhelfen? Der hat da bestimmt auch nichts. Guten Tag. Wie geht es dir, Heinrich? Mir geht's also großartig. Ich sag mal, mir geht's also gigantomanisch. Ey, Wirt. Gott segne. Lass uns handeln. So, was kann ich dem verkaufen? Der hat Geld. Ein bisschen wenigstens. So, wir müssen erstmal hier unser Fleisch reintun.
Okay, mit den Nierchen noch. Oh, und jetzt sind wir schon drüber. Hast du irgendwas, was Sinn macht, was man gerne kaufen möchte? Nehmen wir es mit den Ritterschnaps. Räucherwurst. Ne, trocken. Dürrfleisch hätte ich gerne, hat er nicht. War schon zu viel. Sprechen wir. In Ordnung. Kommt gleich. So, wir sind immer noch überfressen. Ach, ist das schön. So, jetzt. Tja, die haben alle kein Geld. Das ist ein bisschen ärgerlich. Wir können ja mal gucken. Ja. Und wo ist jetzt diese Schmiede? War die entscheidende Frage. Ja. Die war doch. Ah, jetzt bin ich beinahe abgestürzt mit meinem Gaul. Die war doch da oben. Ich will nochmal diesen Rüstungsschmied da angucken. Und dann können wir Otto nämlich irgendwie, will ich den gerne in mein Dorf lotsen. Wenn ich denn irgendwann dann mal da was hab. Als nächstes ist ja die Schmiede dran. Mal gucken. Problem ist halt tatsächlich, dass die alle hier, dass die alle so wenig Geld haben. Ehrenwerte. Mach's gut. Oh, der kauft aber der kauft. Der hat ein bisschen Geld. Moment. Der hat ein bisschen Geld. Dann können wir dem ja vielleicht noch ein bisschen Fleisch verkaufen, denke ich. So. Ja. Bis später. So, was verkaufe ich dir denn? Guck mal, hier das Ganze fürs Fleisch. So, das ist doch schon mal wertvoll. Dann habe ich hier noch Lederhandschuhe. Dann mein Eberbräu, da kann ich auch mal verkaufen. Und dann müssen wir halt mal schauen. Zur Not kaufe ich mir halt einfach irgendwas bei ihm. Er hat gewöhnliche Pfeile, er hat Jagdpfeile. Kleines Setz. Ach, dieser Typ hat ja gar nichts. Spitzpfeile, edle. Gott. Das ist ja tatsächlich echt traurig. Der hat ja gar nichts, der Typ. Ach. Naja, wir nehmen noch ein paar Spitzpfeile. Und das nehmen wir im Großteil wieder raus. Falsch, mal uns noch auf die 400 sprechen. Hoch. Nun. Ja, das sollte. Na, so, wieder in die Satteltaschen. Davon können wir eigentlich auch welche wegtun. So. Was ist dein Plan? Otto werkelt deiner hübschen Rüstung für den Vogt herum. Da dachte ich mir, wenn wir irgendwie zeigen können, dass die Rüstung nichts taugt, ist er unten durch. Das machen wir. Und wie sollen wir das anstellen? Naja, ich dachte mir, wir sorgen für den Zweikampf mit Knüppeln. Du ziehst Vitos Rüstung an und Otto packt seinen Kerl in seinen Haufen Blech. Du lädst den Vogt als Zuschauer ein und machst Otto so vor allen zum Gespött. Und was hätte ich davon? Du kannst Vitos Kyras behalten und ich leg sogar noch ein paar Groschen obendrauf. Klingt gut. Und ich könnte mir vorstellen, es kann dir nicht schaden, beim besten Schmied weit und breit ein Sternebrett zu haben. Das wird sich zeigen. In Ordnung. Ich mache mich ans Werk. Ausgezeichnet.
Geh zuerst zu Otto und überzeug ihn. Dann geh zum Vogt, damit der den Zweikampf verkündet und für ordentlich Zuschauer sorgt. Je mehr, desto besser. Okay, dann wir bringen das dann so. Die Rüstung zum Kampfplatz. Möge Gott mit dir sein. Jo. Und jetzt hat sie ja an dieser Stelle quasi spontan das Spiel eh gespeichert. Und dann wäre das ein guter Punkt zum Schluss machen. Und dann werden wir uns das nächste Mal mal dieses Duell vornehmen. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, wie immer Daumen da lassen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Der Ära.